Cheers. Cheers. Lecker. Ja, liebe Pfeifenfreunde da draußen, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ihr seht, ich bin wieder nicht alleine. Ich habe wieder Gäste hier. Und zwar zwei Lurker, Pfeifenfreunde und Zuseher auch meines Formates. Und ja, wir kennen uns jetzt schon ein paar Tage. Ne? Wir nicht, aber ja. Ist auch egal. Der ist einfach mitgekommen, der war auf einmal da. Ich bin erschienen. Ja. Er ist erschienen. So. Worum geht's heute? Was soll das Thema sein? Einfach mal ein kleiner witziger Einblick. Ihr habt es am Thema wahrscheinlich schon gesehen. Wacken UTC 2023. Ja, was ist passiert? Ne? Warum findet Wacken hier bei mir zu Hause statt? Stil echt, seht ihr, natürlich festivalmäßig wird der Whisky aus entsprechenden Gemäßen getrunken. Ist ja klass verboten. Ja, eben. Aber auch da nochmal Cheers auf euch. Ne? Cheers. Cheers. Ja, das Ganze hat einen Hintergrund. Der eine oder andere, der das Festival verfolgt hat, hat wahrscheinlich auch eine ganz böse Vorahnung. Ich weiß nicht, Abian, möchtest du mal zwei Worte vielleicht zu dir einmal ganz kurz sagen, wie wir jetzt vielleicht zueinander gekommen sind und was das mit dem Thema Wacken-Odyssee auf sich hat? Ja, also ich bin Adrian und wir kennen uns eigentlich vom Gentleman's Club. Genau. Pfeife Community, Lurker. Und mit Wacken hat es Folgendes auf sich. Also wir haben uns heute Morgen aufgemacht, in aller Frühe nach Wacken zu fahren. Halb fünf, ja. Und dann sind wir hier gestrandet, weil Wacken unter Wasser steht. Ja, genau. Und der Zeltplatz ist gesperrt. Und wir wissen nicht, wie es weitergeht. So kann man es sagen. Im Endeffekt war schon geplant, dass wir drei uns sehen. Wir haben gesagt, Mensch, wenn die beiden hier schon vorbeifahren, dann ist das doch eine schöne Sache, wenn man sich einfach mal sieht und trifft. Ja, na, haben wir auch gemacht. Dann sind die beiden weitergefahren, gehen höheren Norden Richtung Wacken und es ging halt nichts mehr. Dann kam ein Anruf und Adrian sagte, Mensch, pass auf, wir kommen nicht auf den Platz rauf. Na, was sollen wir machen? Ja. Können wir halt hier irgendwie Asyl beantragen? Ja, und das haben wir gemacht. Ne? Also im Endeffekt haben wir jetzt schon mal so ein pretty wacken Evening, den wir jetzt bei mir machen. Ne? Ein bisschen Feeling muss hier sein mit den Pappbechern und allem. Ja. Aber wie das so ist in der Community, man hilft sich einfach. Ne? Richtig. Und ich habe jetzt schon witzig gefunden, wenn ihr da im Regen gestanden hättet. Irgendwie dachte ich mir, wenn du mit den beiden noch eine Pfeife rauchen kannst, irgendeine schöne Zigarre, die kommt nachher auch noch dran. Marco ist schon dabei. Ja, was hast du da Schönes? Ne? Eine Delay, dunkel. Und du was? Ja, lecker. Schönes Sommer. Ja, ich kaufe hier gerade meine Chermark Mooreiche. Drin habe ich vom Tabakkleber den Spezial. Nee, Premium. Den Premium. Ne? Und was hast du am Start? Ich habe einen Ami-Tabak von dir. Irgendwas mit Minze. Keine Ahnung. Schmeckt lecker. Ja, danke. Ja. Ja, in dem Sinne ist das quasi ein kleiner... Wisst ihr, was es mit der Wacken-Odyssee auch zu tun hat? Die beiden sind weggefahren, wieder hier. Jetzt machen wir hier einen lustigen Abend. Was natürlich echt schade ist, ich sag mal, gerade für die, die jetzt hier nicht die Möglichkeit haben, irgendwo unterzukommen. Nein, die stehen hier irgendwo. Ich habe schon gekriegt, muss dazu sagen, wir haben heute Montagabend. Am Freitag, jetzt wenn ihr es seht, ist das Ganze natürlich schon durch. Das Festival, wie es weitergeht, wissen wir jetzt nicht. Ne? Ja. Aber wir machen uns auf jeden Fall hier erstmal einen mega genussvollen Abend. Es sind zum Glück schon für einige Parkplätze angebietet worden. Hamburg hier beim Fußballstadion zum Beispiel. Also die Veranstalter tun, was sie können. Und Flugplatz haben wir auch noch. Flugplatz auch noch. Genau. Genau. Ja. Ja, wir hatten die Idee, als wir da hingefahren sind heute Nachmittag, was machen wir jetzt? Ja. Irgendwo am Straßenrand stehen, irgendwo in einer verlassenen Ecke einen Platz sich suchen. Oder fahren wir wieder zu Jan zurück. Ja. Und fragen einfach mal. Und herzlichen Dank dafür, ja, für deine dass wir das machen konnten. Vielen Dank. Gar nicht für. Und hier jetzt einen schönen Abend zusammen verbringen können. Ja. Auch für mich, neu hier in der Runde, einfach mal die Community ein Stück weit kennenlernen. Ja. Den Adrian kenne ich ja schon länger.
Genau. Und es ist einfach toll. Ja, herrlich. Zu wissen, egal wo du gerade bist, Freunde zu haben oder über Freunde, neue Bekanntschaften, neue Freunde dazu zu gewinnen. Und dann auch natürlich bei sowas, was ja immer passieren kann, dann trotzdem zu wissen, okay, ich habe heute Nacht einen Schlafplatz. Ja. Denn der trocken ist. Das Auto ist vollgepackt und dann schlafen im PKW. Ja. Man stellt sich Schöneres vor. Ja. Ist so. Ne? Ja. Aber ne, wie gesagt, also dafür ist auch die Community natürlich da und ich denke mal, man sollte sich helfen. Wir sind ja auch im Gentleman's Club und sich Gentleman zu nennen und dann seinen Freund in Not nicht zu helfen, wäre auch so ein mega Witz irgendwo. Ne? Also vielleicht auch ein kleiner Beitrag zur Community, ne? Um zu zeigen, dass es halt auch sehr gut funktionieren kann, dass das Ganze richtig Spaß machen kann, ja. Ne? Und dass man, ich sag mal, auch aufgrund, ich sag mal, mit Beginn des Lurker-Daseins auch trotzdem, ich sag mal, hier tolle Freundschaften schließen kann. Ja. Ne? Ja, was machen wir noch? Wir rauchen jetzt weiter. Ja. Wir rauchen Pfeife, wir rauchen Zigarren, eigentlich alles das, Bierchen. Was fallen. Trinkt noch ein Bierchen. Auf den Frust. Ja. Würde ich sagen, nee, komm, natürlich, wir wissen. Ja, komm. Auf zu sehr zu was Fritzholz. Ja, genau. In dem Sinne, wir wünschen euch noch einen schönen Abend, schönen Morgen, schönen Mittag, schönen Tag, whatever, wann immer ihr das Video seht. Genau. Wir genießen jetzt noch unser Zusammensein. In dem Sinne, gehabt euch wohl. Cheers. Cheers. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.